Wie hat das begonnen? Begonnen hat es so, dass mein, auf dem Haus mein Vater immer schon Tauben gehabt hat. Das waren Ziertauben, Pfautauben, Kopftauben. Und ich bin so circa mit 10 bis 12 Jahren, hat mich das interessiert dann. Ne? Und so richtig für Brieftauben bin ich dann drauf gekommen. Der Vater hat dann einmal ein paar Tauben, Brieftauben heimgeholt. Das waren halt irgendwelche. Ne? Und wir haben in einer Santa-Kolbe Kirche gemessen. Ne? Und ich bin da in Kirchen gegangen, gerannt hat es jetzt extrem. Ne? Und da vorne beim Steinhammer, zwischen Steinhammer und Zmeck damals noch, auf der Wiesen, sehe ich da einen Brieftaum gehen. Also da waren die Männer weit weg davon. Ne? Und durch das, dass es so stark gerannt hat, hat es nicht mehr wegfliegen können. Ne? Und ich habe die Tauben gefangen, ne? Und bin dann schnell heimgerannt und habe es eingesperrt. Ne? Und dann in Kirchen gegangen. Ne? Die Andacht war natürlich dann nicht mehr so, ne? Weil ich habe nur mehr die Tauben im Kopf gehabt. Ne? Und das war natürlich dann eine richtige Wettflugtauben von Deutschland, die was durch den Starkregen da einfach nicht mehr weggeflogen ist. Ne? Und ich habe es fangen können, wie gesagt. Und so hat mich das dann fasziniert. Ne? Also da bin ich dann richtig auf die Prüftung gekommen. Und seitdem hat mich auch nie eine andere Dame mehr interessiert. Also für mich waren nur mehr Prüftung entscheidend. Ne? Naja, die Saison fängt an im Mai, Anfang Mai, und geht 13 Wochenend durch für die Altdame. Ne? Und das ist dann im Juli, Mitte Juli ist das aus mit den Altdamen. Und dann sind 3 Wochen dazwischen, Pause, und ab August geht es los mit den Jungdauben. Das sind dann 6 Wegflüge. Und dann ist Schluss. Weil dann kommen die Tauben in Federwechsel, so wie es jetzt momentan gerade ist. Ne? Und da kann man keine Wegflüge mehr machen. Ne? Das ist jetzt, man sieht natürlich, die Tauben ist vom Gefieder noch nicht fertig, ne? Weil es in der Mauser ist. Normal sind die alle glatt, ne? Das Gefieder, weil es noch in der Mauser ist. Naja, wie schaut der aus? Also die Tauben werden extra vorbereitet. Ne? Das ist nicht einfach so, dass ich aufgehe und fange die, sondern da gibt es schon eigene Methoden, wie man die Tauben motiviert dazu. Ne? Und das heißt, Männchen und Weibchen sind getrennt. Und wenn der Wettflugtag ist, lasse ich die 2 Geschlechter zusammen. Ist natürlich einmal drum Hallo, ne? Nicht ganz klar. Und circa von 4 Stunden bis einer halben Stunde. Ne? Und dann fange ich das Männchen raus und gebe es in den Korb. Also ich fliege nur mit Männchen. Es gibt Bewerbe, dass einer nur mit Weibchen fliegt oder beidseitig. Ne? Ich fliege, wie gesagt, nur mit Männchen. Und dann fahre ich in die Einsatzstelle, die ist da bei uns in Greinsfurt, beim Gasthausberger. Und dort werden die Tauben dann registriert und verladen. Das heißt, wir haben dort so Einschubboxen, dort werden die ganzen Züchter kommen dort zusammen und da kommen die Tauben in die Einschubboxen. Und am Abend kommt dann der Kabinenexpress, das ist das Transportauto, und fährt dann auf den Hochlassort. Ne? Und die Hochlassorte fangen an, Wels ist der erste, ne? Und 13., der letzte ist Montabaur, das ist in Deutschland, das sind für mich 600 Kilometer. Ich weiß genau, um was da geht jetzt. Ne? Und so motiviert man die Tauben. Ne? Das natürlich am Wettflug dementsprechend schnell heimkommt. Ne? Das ist, wenn die Tauben dann am Hochlassort stehen, ne? Dann gibt es einen zentralen Flugleiter, der was natürlich durch das Internet und ein ganz anderes Wissen jetzt hat über die Wetterlage. Und der checkt die so, wie die Wetterlage ist, ob vorher oder in der Nähe, wo andere Kabinenexpress stehen, also die Transporter heißen bei uns Kabinenexpress. Ne? Und der klärt es dann auch mit die, dass es da keine Kreuzungen kommt für die Schwärme. Ne? Und der sagt, dann gibt es okay, um 7, halb 8 werden die Tauben hochlassen. Ne? Und dann werden die Leute, die Züchter alle informiert. Und dann weiß ich, circa ja, von Nürnberg, das sind 330 Kilometer Entfernung zu mir her, circa ist ein Westwind, ist ein Ostwind, Gegenwind.
dann weiß ich schon ungefähr bei einem Westwind, ja, in 4 Stunden sind die Tauben da. Und dann richte ich schon alles, dass alles passt, wenn die Tauben kommen, und das macht es natürlich spannend dann. Ne? Am 6. Tag wird der Ring aufgezogen am Fuß, ne? Der ist fix dran. Da ist die Vereinsnummer drauf, die laufende Nummer, das Jahr und das Land. Entscheidend ist natürlich eins, wenn die Tauben heimkommt, dass die nicht aufs Dach fliegt und nicht reingeht. Ne? Weil dann habe ich nichts davon. Ne? Das muss man natürlich den Tauben schon trainieren. Und wenn ich pfeife, beim Füttern, wenn ich es füttert, pfeife ich immer. Ne? Mancher wahrscheinlich, der was da vorbeigeht beim Haus, der wird sich denken, und der pfeift schon wieder. Ne? Aber das ist nichts anderes, als wir, dass ich beim Füttern Pfeif dann mache, dass die Tauben wissen, hoppla, jetzt gibt es ein Futter. Ne? Und wenn die kommt von Wettflug, ist natürlich auch vorher schon vorbereitet, da gibt es kein Problem mit Energie und auch von der Methode her. Und dann pfeife und die Tauben hupft einer und wird sofort registriert. Ne? Das heißt, die Tauben hat einen elektronischen Chipring drauf, der wird auf der Einsatzstelle in Greinsfurt wird das registriert, die Tauben, die was am Wettfunk teilnehmen, und wenn es heimkommt, rennt es bei mir über eine Empfangsantenne und da wird die Zeit genau festgehalten und nach dem Wettflug kommen wir zusammen. Und dann wird das alles ausgewertet und dann weiß man schon, wie man geflogen ist und wie man liegt. Ne? Ja, in Österreich ist natürlich so, dass wir Exoten sind, ne? Das muss man so sagen. Wir sind da in Amstetten ca. 11 Leute, das heißt Reisevereinigung Amstetten sind wir ca. ja, wie gesagt, 11 Leute. Und österreichweit werden wir so sein um die 500 bis 600 Leute. Im Vergleich zum Mutterland des Briefdarmsports, das ist Belgien, sind in der Blütezeit, wie da war, wie gesagt, weniger schon immer, waren es 40.000. Deutschland 65.000, ne? Holland um die 25.000. Ne? Aber in die Länder nimmt der Taubensport ab, weil es natürlich, man ist zeitlich sehr gebunden, ne? Und das Angebot für die Jungen ist natürlich vielfältiger und es lässt sich sehr schwer wer finden, der was sich halt da wieder begeistern kann für das. Nur in die Oststaaten, wie gesagt Polen oder in die asiatischen Länder, nimmt der Tauben-Sport zu. Naja, was ist die Faszination? Zum Beispiel, wir sind jetzt in der Mitte für die Wettbewerbe. Ne? Und jetzt habe ich Tauben, die was für die Meisterschaft zählen. Und wenn die heimkommen, natürlich wartet schon, wann kommt der, hoffentlich kommt er in die Ranglisten. Ne? Das macht die Faszination aus und es gibt nichts Schöneres, wenn ein schönes Wetter ist und die Tauben kommt wie ein Punkt am Himmel und schießt runter und geht einer. Und vielleicht auch noch der, auf den du schon wartest, ne? Das ist natürlich dann das Optimale. Ne? Ich habe da sehr wohl eine Beziehung zu denen, ne? Und die Tauben gibt mir auch das zurück. Ne? Jedes Lebewesen ist anders. Ne? Es gibt Samen, es gibt auch die, die scheuer sind. Ne? Aber natürlich wird jeder Taubensportler so wissen, wann der letzte Flug ist, 600 Kilometer, und ich habe da meine Besten dort. Wann kommt der? Ne? Und wenn der einer hupft, ist ein Highlight. Ne? Hier kriegt es Kladenbrot. Ne? Das ist, hat auch einen Namen. Das ist die Schneeflocke. Die ist jetzt schon 10 Jahre alt und die ist das Jährige sehr gut geflogen. Ne? Aber durch das, dass er so ein brave Dame ist, kriegt es Gnadenbrot. Also die ist mein Lieblingsdame da. Ne? Ein großes Problem sind die Greifvögel. Ne? Das ist in den letzten Jahren immer mehr geworden. Und wenn solche Tauben während des Wettflugs angegriffen werden, dann fliegen die panisch irgendwo hin. Ne? Und da kann es natürlich schon passieren, dass so Tauben wo zufliegen, ja, bei anderen Züchtern. Aber da haben wir auf den elektronischen Chipring so Adressenpickel drauf, da ist mein Name, meine Telefonnummer drauf. Und wenn der Züchter in Ordnung ist, dann ruft er mal an und sagt, du pass auf, die Tauben ist da. Oder natürlich, sie wird ein Opfer von einem Raubvogel. Ne?
Das ist natürlich auch möglich. Ne? Sind die Daten gespeichert von dem Ring? Ja? Und da zum Beispiel, da ist meine Telefonnummer drauf, wenn sich die Daumen verfliegt und ich bin überzeugt, dass ich angerufen werde, dann wo ich mein, ne? Oder ich bebel den auf und schicke ihn dann, lasse ihn dann wieder aus. Ne? Aber den würde ich mir auch für Frankfurt holen, ne? Wenn er gut zufliegt. Es ist so, dass man weiß nicht ganz genau, aber eine ganz entscheidende Rolle sind die Erdmagnetfelder. Also jeder Standplatz hat sein eigenes Erdmagnetfeld und nach dem orientieren sich die Daumen. Ja, da gibt es wissenschaftliche Forschungen. Auch die Sonne spielt eine Rolle bei der ganzen Orientierung. Gerüche angeblich auch. Ja, aber ganz sicher ist, das Erdmagnetfeld ist entscheidend. Ne? Wird man auch bei mir schon gesehen haben am Tag, da ist so ein Drahtvolier draußen, ja. Da sind die Zuchttauben drin. Das sind Tauben, die was ich mir kaufe, die was ich natürlich nicht auslassen kann, die was nur für die Zucht da sind. Ne. Und auch geschützt sind gegenüber einem Raubvogelangriff, wenn ich ein wertvolles Zuchtpaar habe und jetzt schlagt mir der Raubvogel, habe ich nichts gemacht. Ne. Da züchte ich meine eigene Jungtauben. Das sind im Jahr so circa von 45 bis 60 oder bis 65. Und die werden dann antrainiert und da versuche ich natürlich so gut als möglich noch wieder sehr guten Nachwuchs nachzubringen. Und so. Das ist die beste Daum von der Jungdaum von der ERV am Städten 2021. Ne? Natürlich Stadttauben, ne? Oder Tauben, die was, so Dächer verschmutzen und solche Sachen. Ne? Das kann man natürlich mit einer Prüftaum nicht vergleichen. Ich bin da in der Siedlung und du weißt ja genau, du bist Nachbarin, ne? Aber du wirst von mir meine Tauben noch nie irgendwo auf einem anderen Dach sitzen gesehen haben. Und das ist eine Eigenschaft der Prüftaum, also dass nur auf das Dach landet, von dort, wo es den Einflug hat. Man muss nur, wenn sie jung sind und das erste Mal so rausgegangen, kann es passieren, dass das doch verföhnen und woanders drum sitzen, aber das dauert vielleicht 5 Minuten und sie fliegt weg und ist wieder da. Und sonst, wenn es nicht wegfliegt, dann schupfe ich einen Ballen auf und dann ist es ruht. Weil sonst hätte ich nur Probleme. Ne? Und die Tauben bleiben einfach nur auf meinem Dach und es gibt kein Problem mit der Nachbarschaft. Ne? Der Rundflug. Das Training, ne? Ich lasse die aus, die Tauben fliegen weg und sind circa, wenn sie gut in Form sind, sind die circa eine halbe Stunde fliegen die ununterbrochen. Ne? Und man merkt es auch in der Intensität vom Flug, ob die Tauben in Form kommen oder nicht. Ja? Das heißt, das schnelle Fliegen und das Wegziehen und wieder zubekommen, das ist ein Zeichen, wo ich weiß, hoppla, die Tauben kommen in Form und fürs Wochenende habe ich ein gutes Gefühl, dass meine Tauben vor meinem Wettflug weit vorn sind. Ne? Und das ist schon wichtig, dass man auf das achtet. Voraussetzung ist die Gesundheit. Ne? Die Tauben, du musst alles tun dafür, dass die Tauben gesund ist. Ne? Da bin ich der Trainer und für das bin ich verantwortlich. Ne? Dass sie das richtige Futter kriegen, gewisse Zusätze, das heißt Vitamine, Eiweißpräparat, ne? Dass die Tauben auch das schaffen. Weil es ist ja nicht so, dass Tauben 300, 400 Kilometer so ohne weiteres schaffen. Ne? Dann braucht es auch die Voraussetzungen von der Fütterung her. Ne? Aber wie gesagt, und wenn ich dann die Trainings, wenn ich dann sehe, hoppla, die fliegen am Haus scharf, sagen wir dazu, ne? Dann passt das. Ne? Es gibt die RV-Meisterschaft, das ist für Amstetten. Ja? Da rivalisieren wir sie natürlich auch sehr, weil ich, ohne Übertreibung jetzt, aber die RV am Städten ist in Österreich einer der stärksten RV. Zum Beispiel, wenn ich vor Jahr 2021 rede, wir stehen in der RV am Städten den ersten Nationalmeister für Österreich. Wir stehen den zweiten Assvogel, also die schnellste Taube, Astaube für Österreich, ja, kommt aus am Städten. Wir haben den 5. Nationalmeister und den 8. Nationalmeister bei den Alttauben in Amstetten. Ne? Wir haben den Kreismeister
bei den Jungtauben aus Amstetten, ne? Also im Nationalen liegen wir sehr gut, ne? Und da ist natürlich eine sehr große Konkurrenz auch, ne? Und dann geht es weiter über Kreismeisterschaft, VRV, Vereinigte Reisevereinigung, Kreismeisterschaft, da sind dann 37 Züchter und dann Österreich, die Meisterschaften. Das ist natürlich dann das Highlight, wenn du da präsent bist, ne? Und da muss ich sagen, da ist natürlich in Amstetten da eine große Rivalität, ne? Und das macht natürlich schon Spaß, dass man da mit solchen Leuten konkurrieren kann. Ne? Dass natürlich Leute verschieden sind, da andere mehr Ehrgeiz hat als der andere, ne? Ist klar. Aber im Grunde genommen sind wir alle freundschaftlich miteinander. Ne? Es kann natürlich einmal sein, wenn einer einen schlechten Flug hat, ne, dass er das Ergebnis anhört und sagt, pfiat euch und ist dahin und geht nicht mehr mit auf ins Gasthaus. Ist verständlich, ne, weil der tut sich genauso viel an und wenn es dann daneben gegangen ist, aber persönlich gibt es nichts. Ne. Wir sitzen dann banan diskutieren oder haben auch unseren Schmäh dabei. Ne. Also da gibt es nichts. Es gehört auch dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Was auch für mich für den Brieftamtsport wichtig ist, wir fahren so Messen nach Deutschland oder fahren so Ausstellungen, ne? Und dort treffe ich dann Leute aus Bayern oder aus Norddeutschland oder Holland oder Belgier, ne? Die was man kennt und man, das ist für mich auch wichtig, das gehört dazu, das Gesellschaftliche und das macht für mich auch einen Brieftamtsport aus. Ne? So, jeder Schlag ist genau vermessen und jeder Hochlassort ist genau vermessen. Und dann wird die Entfernung durch die Zeit dividiert. Und man rechnet die Meter in der Minuten, was die Daumen geflogen hat. Ja, dann ist es egal, ob der in Blinkenmark oder der andere in Biberbach daheim ist. Gereiht werden die Tauben nach Meterminuten. Wie viel die Taube Meter in der Minute fliegt. Und nach dem wird es gereiht. Und von der gesetzten Taubenzahl, ja, können nur 33% in die Rangliste kommen. Und da ist man natürlich bestrebt, dass man da reinkommt und so mehr als man reinbringt, bringt der andere weniger rein. Ne? Und da muss man immer schauen, dass man halt da vorne dabei ist. Aber das wird gerechnet nach Meterminuten. Meine Bilanz ist so, bei den Altdauben ist mir nicht gut gegangen. Da habe ich nicht so gut gespielt, aber bei den Jungdauben bin ich sehr zufrieden. Ne? Bei den Jungtauben war es ein Kampf, wie gesagt, mit meinem Sohn und mit einem Züchter von Amstetten. Und ich habe die schnellste Taube, die auch von Amstetten. Ja, da bin ich sehr zufrieden. Also die Jungtaubensaison ist für mich sehr erfolgreich gewesen, auch überregional. Solange ich da am Dachboden rauf kann, werde ich es machen. Ja, das ist für mich. So wie der andere Fußballer ist und das so lange macht, so lange es kann. Und für mich ist das im Daumensport dasselbe.